Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den John Deere 7R Series Generation 1 an, Version 1.0. Das Ganze kommt von AMG Gaming, gibt es neben PC und Mac auch für die Konsolen. Einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann John Deere und oder unter Traktoren und dann Großtraktoren. So, ja, da haben wir das gute Stück John Deere Series Generation 1. 290 PS Leistung, Auto Power IVT Getriebe, standardgemäß. 545 Liter Diesel, 23 Liter AdBlue, 50 km Maxspeed, 11,2 Tonnen, 239.000 glattende Anschaffung, 12.189 im Leasing. Wir haben 8 Config-Blöcke zur Auswahl, darunter Reifenhersteller, Reifenvariante, John Deere Banner, John Deere Aufkleber, Motorausführung, Hauptfarbe, Felgenfarbe, Kennzeichen. Wir fangen an standardgemäß mit Reifenhersteller Trelleborg, mit Reifenvariante TM600, 420, 520, TM900, 600, / 710, dann die TM900 Massivpflege, TM900 Gewicht, TM1000, 600/800, TM1000 Gewichte und dann sind wir hier wieder bei den TM600. Michelin haben wir Agri BIP 2, Yelt BIP, Axo BIP oder Axio BIP, wie man es immer richtig ausspricht, das Ganze noch als 2, dann auch noch in verschiedenen Varianten und dementsprechenden Ausführungen, also auch da wiederum einiges mit dabei, auch hier die Mach-X BIP. Dann haben wir Kontinentalbereifung mit mehreren Auswahlmöglichkeiten. Auch hier alles mit dabei, Mitas wiederum mit mehreren Auswahlmöglichkeiten, BKT das gleiche in grün, auch da wieder mehreres, Fredestein das gleiche. Ja, ihr seht, sehr, sehr, sehr viel Auswahl und selbst auch bei Nokian in dem Falle alles mit dabei. Dabei sei noch zu erwähnen, dass das die realistischen Reifengrößen sind, also sprich da auch, wie es in der Realität ist, slash war, dass die Reifenvarianten hier danach ausgewählt worden sind. Dann haben wir einmal den John Deere Banner, nein oder ja, dass hier hinten halt John Deere dementsprechend mit draufsteht. Dann haben wir den John Deere Aufkleber in Gelb oder in Silber hier vorne, je nachdem wie ihr das haben möchtet. Und jetzt habt ihr verschiedene eine Motorausführung. 7230R als Autopower und dann den 7230R als E23TM, also im Endeffekt als Powershift-Getriebe. Dann den 7250R in zwei Varianten, den 7270R in zwei Varianten, den 7290R in den zwei Varianten, den 7310 in zwei Varianten, 7230 hier wiederum noch und dann sind wir hier auch schon wieder beim Dings, also sprich beim Dings angekommen, beim Standard möchte ich sagen. Dankeschön. Ready. So, 269 PS Leistung, 290 PS Leistung, 305 PS, 332 PS oder maximal 352 PS an Leistung. Ob ihr jetzt ein Powershift-Getriebe oder dieses andere Getriebe da nutzt, macht von der Leistung her jetzt hier keinen Unterschied. Hauptfarbe haben wir klassisches John Deere Grün. Wir können das Ganze auch in Schwarz halten, in Orange, in Silber, in Gold, ja, für die ganz Speziellen unter euch und auch in Chromgrün. Ja. Also sollte, denke ich mal, für den einen oder anderen was dabei sein. Felgenfarbe, Gelb, Silber und Schwarz. Kennzeichen ist Kennzeichen. Schauen wir uns das gute Stück an, den gab es schon im 19er, der wird jetzt hier in den 22er geholt, mit neuen Funktionen dementsprechend ausgestattet, das so vorab gesagt. Wir haben standardgemäß, wie gesagt, die Trelleborg Bereifung 600/70R30 vorne, 870R38 hinten. Wir haben hier John Deere mit draufstehen, 7310R jetzt in dem Fall, der Diegel ändert sich natürlich, oder das Diegel ändert sich natürlich, wenn ihr die Motorausführung dann ändert, je nachdem, was ihr wollt. Fahrtleuchten, John Deere Logo, 3-Punkt-Aufnahme vorne dran. Kennzeichen, sofern er eins dran macht, Fahrtleuchten, Arbeitsleuchten, Blinker und Co., links, rechts, Spiegel, Green Star oben drauf, zwei Rundumleuchten vorne. Ihr seht überall Kollisionen, glitschen schon mal nirgendwo durch. Dann haben wir hier hinten noch einmal die Warnklappen, Warntafeln hinten mit drauf. Ich muss mich gerade noch im Übrigen hier korrigieren. Das sind nicht die Standardbereifungen, die ihr beim Shop habt, sondern das sind die TM1000er. Da noch, nicht, dass es da zur Verwirrung kommt. Bremslichterblinker, hinten die üblichen Anschlüsse, hinten oder oben dran nochmal drei Arbeitsleuchten in jede Richtung, Kennzeichen mit Kennzeichenbeleuchtung und hier den John Deere Aufkleber, sofern ihr den drauf machen wollt. So, links, rechts Spiegel inklusive Rückspiegel, die sind soweit in alles in ihrer Form. Lenkrad mit John Deere Logo, passt soweit, Innenbereich sieht auch von der Textur her sehr, sehr schön, sehr, sehr knackig aus. Wir haben ja Display mit drin, oder zwei Displays eher gesagt mit drin, diverse Schalter und Hebel, wie man das Ganze kennt,
Reserve sitzen wir dazu und halt die übliche Farbgebung, wie was man halt so kennt. Wie gesagt, texturtechnisch wirklich erste Sahne, gibt's gar nichts dran auszusetzen, wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. Sieht wirklich toppi aus, deswegen sind wir da mit den Texturen auch schon fertig. Hören wir uns doch einmal den Sound an. Ja, das ist der übliche Sound, da kann man nicht viel dazu sagen. Hört sich Tobi an, why not, Standard-Sound halt aus dem 22er meines Erachtens nach. Thema Funktionalität, ihr seht eine Hand am Lenkrad, die andere Hand hier an den Hebel mit den Beinchen, in dem Falle wird gearbeitet. Die Hand bewegt sich selber jetzt nicht, ne? Der Hebel ist starr. Wir haben aber vorne am Lenkrad einen Hebel dran, den ihr seht links, ne? Der nach oben und nach unten geht, beziehungsweise in der Mitte, wenn wir auf neutral in dem Falle sind. Das haut alles hin. Spiegel funktionieren soweit auch, sind auch recht gut eingestellt, muss man sagen. Können natürlich mit dem Spiegelmod noch ein bisschen besser machen, klar. Ansonsten auf den Displays kann man diverse Informationen entnehmen. Ne? Die aktuelle KMH-Geschichte. Tempomat, ne, aktueller Verbrauch und so weiter und so weiter. Habt ihr dann aber hier oben auch nochmal mit drinne. Das ist ja auch schon mittlerweile das Übliche, was wir halt bereits so kennen. Das haut soweit alles hinne. So, gehen wir einmal in die Nacht rein, sofern ich hier wieder meinen schönen Nachtbefehl finde. Ihr seht halt, das Display selber gibt schon mal Beleuchtung mit ab, das ist generell schon mal mit da. Wenn ich Blinker anschalte, haben wir das vorne auch im Display, genauso wie hier die Lampen. Und wenn ich separat noch Licht anschalte, werden ja auch noch kleinere Elemente mit beleuchtet. Blinker sind natürlich einmal vorne, einmal hinten, reflektieren soweit auch. Das gleiche gilt für die Runde umleuchten. Ansonsten normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht, wie immer Numpad 5 für vorne, Numpad 6 für hinten, ist hier standardgemäß so gehandhabt worden. Hube. Die niedliche kleine Standard-LS-Hube, so wie man das Ganze natürlich auch kennt. So, gibt es irgendwelche Spielereien an dem Mod? Nö, Civilize wird in dem Fall auch nicht mit unterstützt. Maussteuerung und QHG gibt es aber ja auch nicht. Also sprich, ihr könnt ja nichts öffnen oder schließen. 53 km/h ist ja die maximale Geschwindigkeit. Da kommen wir dementsprechend auch ohne Probleme dorthin. Ist halt ein normales Automatikgetriebe, ne? Also sprich, passt soweit. Ihr werdet im Vergleich zu den Standard Fahrzeugen jetzt hier im Spiel keine Verbesserung und oder Verschlechterung feststellen. Fährt sich einfach stinknormal, wie man das Ganze gewohnt ist. Dann werden wir einmal noch den berühmt-berüchtigten Flugtest hinten dran machen. Dreipunktaufnahme vorne funktioniert natürlich genauso. Selbstverständlich. Einmal hinten dran. Ihr seht, dynamische Kabel und Schläuche sind mit dabei. Ist auch animationstechnisch alles sauber. Sound ist mit dabei. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Bleibt zu guter Letzt nur noch der wunderschöne Lok übrig. Und der Lok ist in dem Falle sauber, sauber am saubersten. Wir reden hier von 36,5 MB. Also, wenn man jetzt aufrunden will, 37 MB. Ist also alles mehr als in Ordnung für diesen schönen John Deere. Nun, wenn ihr Bock drauf habt, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.